Hallo und willkommen zu einem neuen Video hier bei CraftMotion. Vor etwa 2 Jahren habe ich schon mal ein Video mit diesem Thema hochgeladen. Da ich die Idee für das Video nach wie vor gut finde, die Umsetzung der ersten Version hingegen eher mäßig, gibt es heute für euch ein Update aller bisher bekannten Lichtschwerttypen im Kanon. Bedenkt dabei aber bitte, dass ich hier nach wesentlichen Unterschieden in der Bauart und Funktionalität klassifiziere und nicht nach Dingen wie der Dekoration oder der Farbe der Klinge. Der erste Lichtschwerttyp ist natürlich das ganz normale geradlinige Standardlichtschwert. Grob gesagt ist es ein meist metallisches, zylindrisches Heft, dessen Innerstes ein heißes, hochenergetisches Plasma erzeugt, das im Emitter als Klinge austritt und fähig ist, fast jede uns bekannte Materie zu durchtrennen. Bekannte Ausnahmen im Kanon sind andere Plasma- und Energiefelder, wie andere Lichtschwertklingen oder Strahlenschilde, die Haut eines Silo und möglicherweise auch das mandalorianische Eisen Beskar. Doch da die tatsächliche Stärke von Rüstungen in Star Wars immer etwas unklar ist, wissen wir das noch nicht mit Sicherheit, solange der Mandalorian Staffel 2 nicht raus ist. Nach der Order 66 mussten die Jedi sich verstecken und neue Identitäten annehmen. Während Obi-Wans Aufenthalt auf dem zwielichtigen Planeten Tatooine schon Tarnung genug war, ging der überlebende Padawan Caleb Doom, den wir als Kanan Jarrus kennen, einen anderen Weg. Er modifizierte sein Lichtschwert so, dass man den Emitter abnehmen und den Rest hinten an den Gürtel heften kann. Somit verliert das Lichtschwert in gewissem Maße sein Aussehen als Lichtschwert, und Kanan konnte es trotzdem immer wieder mit sich herumtragen. Ein Experte hätte die Täuschung aber natürlich immer relativ schnell erkannt. Manche Lichtschwertnutzer wollen 2 Lichtschwerter verwenden, aber nicht beide im gleichen Ausmaß. Ahsoka Tano ist ein Beispiel für eine Jedi, welche sich ein Shoto zulegte. Diese vom japanischen Kurzschwert inspirierte und benannte Waffe enthält dieselben Komponenten wie ein normales Lichtschwert, ist jedoch etwa halb so lang. Das Shoto dient dazu, einen größeren Schutz bei starkem Blasterbeschuss zu bieten. Dank seiner schlanken Form liegt es jedoch leichter in der Hand als ein zweites normales Lichtschwert. Im Duell kann es ebenfalls gut eingesetzt werden. Wieso sollten Lichtschwerter eigentlich immer ein rundes Heft haben? Diese Frage stellte sich wohl auch Tara Whistler, als er sein legendäres Dunkelschwert erschuf. Das Besondere ist nicht nur die seltene Farbe der Klinge und deren einzigartige Form, sondern auch die Tatsache, dass das Heft keine runde, sondern eine rechteckige Grundfläche aufweist, wodurch es auch anders in der Hand liegt. Auch Ahsokas zweite Lichtschwerter sind leicht abgeflacht. Mit der Ära von Makashi, der zweiten Form des Lichtschwertkampfes, welche extra für Duellisten entwickelt wurde, wurden auch Lichtschwerter gebaut, die der Eleganz dieses Kampfstils etwas mehr entgegenkommen. Das gebogene Lichtschwert ist in Sachen Innenleben vollkommen baugleich mit dem klassischen Lichtschwert, verfügt aber über ein gebogenes Heft. Dieses erlaubt es dem Duellisten, präzisere und elegantere Schwünge zu vollführen. Zudem kann der Träger durch geschickte Anwendung den Aufschlagwinkel der Klinge mitten im Schwung verändern und so seine Kontrahenten leichter überraschen. Die bekanntesten Nutzer dieser Lichtschwerter sind Count Dooku und seine einstige Schülerin Asajj Ventress. Auch Ahsoka Tano nutzt in Rebels Lichtschwerter, die eine Biegung aufweisen, allerdings ist sie hier um einiges weniger stark. Bleiben wir doch gleich bei Ventress. Die Sith-Attentäterin war nicht nur im Jakai-Stil bewandert, sondern konnte ihre Lichtschwerter auch an den Knäufen zusammenfügen, um ein S-förmiges Doppellichtschwert zu erhalten. Auch der Padawan Cal Kestis baute sich nach seinem Besuch auf Ilum ein solches Lichtschwert, aber in gerader Form. Doch die klassische Doppelklinge wurde mit Darth Maul in Episode 1 eingeführt und ließ die Kiefer der Kinobesucher, welche davor jahrelang nur das normale Lichtschwert gekannt hatten, nach unten klappen. Baulich ist auch hier kein großer Unterschied zu den bisherigen Typen zu erkennen. Im Regelfall werden einfach nur sämtliche Komponenten zweimal verbaut, also 2 reguläre Lichtschwerter aneinander geschraubt, sozusagen. Die Verwendung der Doppelklinge ist sehr komplex und nur wer hart genug trainiert, kann sie benutzen, ohne sich selbst zu verletzen. Im Kampf 1 gegen 1 ist diese Waffe aber gar nicht mal so stark, wie man vielleicht meint, da eine Klinge immer vom Gegner wegzeigt. Doch allein die Exotik des Doppelschwertes reicht meist schon aus, um ihn zu verunsichern. Es ist also zusätzlich eine psychologische Waffe. Neben Maul kennen wir noch Savage Opress, die imperialen Inquisitoren, die Jedi Ponkrell, Jarrod T'Pol und dessen Schüler Cal Kestis, welche eine Doppelklinge verwendeten. Und natürlich die Tempelwachen. Noch haben wir nicht genug von den Doppelklingen. Im Umbada-Arc von Star Wars The Clone Wars sehen wir zum ersten Mal eine klappbare Form dieser Waffe. Ponkrell trägt gleich 2 solche Doppelklingen. Diese erlauben es, das sonst eher unkomfortable Doppellichtschwert beim Tragen am Gürtel zu verkürzen. Außerdem kann mit dem Scharnier ein effektiverer Wechsel von Doppel- auf Einzelklinge erfolgen, falls die Situation das erfordert. Neben Krell sind auch die Tempelwächter populäre Nutzer dieser klappbaren Schwerter. Diese Jedi wurden ebenfalls mit Star Wars The Clone Wars eingeführt und trugen bei ihren ersten Auftritten die sogenannten Lichtlanzen. Dabei handelt es sich um einen Stab aus lichtschwertresistentem Material, an dessen Enden kurze Lichtschwertklingen erscheinen. Das erlaubt es den Wächtern anders als bei einer Standard-Doppelklinge, ihre Waffe als Kampfstab zu führen.
Aufgrund der Tatsache, dass die Wachen in Rebels klappbare Doppelklingen verwenden, werden diese Waffen leider oftmals ebenfalls als Lichtlanzen bezeichnet, selbst von bekannteren YouTubern. Doch aufgrund der längeren Klingen und des kürzeren Heftes sind die klappbaren Lichtschwerter keine Lichtlanzen. In Legends gibt es übrigens auch eine Form der Lichtlanze, welche nur auf einer Seite eine Plasmaklinge aufweist und von der Schattengarde eingesetzt wird. Eine Art Doppelklinge geht noch. Die Inquisitoren, mit Star Wars Rebels eingeführt und auch in Jedi Fallen Order stark präsent, nutzen eine Form der Doppelklinge, welche ein etwas kürzeres Heft hat, bei welchem ein Halbkreis die Emitter verbindet. Dieser Bogen kann ausklappen und die Emitter rotieren auf diesem Ring, ohne den Energiefluss für die Klingen zu unterbrechen. Somit können die Inquisitoren elegante Drehungen vollführen, ohne wirklich die Finger dafür bewegen zu müssen. Richtig eingesetzt kann diese schnelle Klingenrotation auch die Abwehr des Gegners durchbrechen, effektiv vor Blasterschuss schützen und sogar als Propeller für kurzes Fliegen verwendet werden. Ob da auch die Physik mitspielt, sei da mal dahingestellt. Der achte Bruder verwendet zudem eine Variante des Inquisitor-Schwertes, in dessen Ring rotierende, ausfahrbare Sägeklingen eingebaut sind. Alles in allem die perfekte Waffe für jeden Jäger. Ein Jedi, der sich den Inquisitoren des Imperiums ganz schön oft stellen musste, ist Ezra Bridger. Ezra ist von Natur aus rebellisch und unkonventionell, sowie ein Freund des Außergewöhnlichen. Das sieht man auch an seinem ersten Lichtschwert. Dieses hatte nämlich zusätzlich einen zweiten, nach vorne gerichteten Emitter als Blaster, bei dem er sogar zwischen Töten und Betäuben umstellen konnte. Somit war sein Lichtschwert auch einigermaßen als Blaster getarnt. Da er Klinge und Blaster nicht gleichzeitig verwenden konnte, ist anzunehmen, dass die Energie für die Schüsse ebenfalls vom Kyber-Kristall abgezapft wurde. Als nächstes hätten wir die Crossguard-Lichtschwerter und diese kommen in zwei Ausführungen vor. Erstens hätten wir die Variante, bei der seitlich zwei weitere kleinere Plasma-Klingen rauskommen. Erstmals haben wir diese spektakuläre Waffe bei Kylo Ren in Das Erwachen der Macht gesehen. Doch ein altes grünes Crossguard-Lichtschwert, das Ezra in Staffel 2 von Rebels in einem Sith-Tempel auf Malachor findet, unterstreicht die Tatsache, dass es sich hierbei um ein antikes Design handelt. Es soll an das europäische Breitschwert aus dem Mittelalter erinnern, welches ebenfalls über eine Parierstange verfügt. Fun Fact: Kylo Rens Kampfstil ist sogar an den europäischen Schwertkampf angelehnt. Dieses Design hat aber den gleichen Nachteil wie die Doppelklinge. Wenn du nicht weißt, wie man damit umgeht, schneidest du dir selbst einen Finger ab. Die zweite Variante der Crossguard-Schwerter, welche mit den High Republic Büchern eingeführt wird, ist ja schon deutlich sicherer. Hier besteht die Parierstange tatsächlich ganz traditionell aus Metall. Da Lichtschwertklingen fast alles durchschneiden können, ist anzunehmen, dass sie aus einem lichtschwertresistenten Material wie dem in Legends vorkommenden Kartosis besteht, um ihren Zweck zu erfüllen. Aber wäre das denn überhaupt notwendig? Zur Zeit der High Republic wusste man noch gar nichts vom Überleben der Sith und die Feinde, gegen die Jedi in diesen neuen Geschichten antreten werden, werden neben Blastern möglicherweise auch Vibroklingen oder normale Messer verwenden, welche bei weitem nicht so stark sind wie ein Lichtschwert. Ebenfalls mit der High Republic eingeführt, wird ein neuartiges Lichtschwertdesign mit zwei Klingen auf derselben Seite. Bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass es sich dabei nicht um eine aktivierte, zusammengefaltete Doppelklinge handelt, sondern tatsächlich um ein einseitiges Lichtschwert. Welchen Nutzen es hat, zwei Klingen auf derselben Seite zu haben, wird sich noch zeigen. Aber meine Vermutung ist, dass damit das Kontern anderer Lichtschwertschwinger durch eine breitere Fläche erleichtert werden soll. Es ist also quasi eine Art Lichtbreitschwert, wenn man so will. Ein ähnlicher Fall ist das Lichtschwert dieses Jedi hier. Dieses besitzt statt der metallenen Parierstange einen gebogenen Schild, der die Finger schützt. Damit kann dem Träger viel weniger leicht das Schwert aus der Hand geschossen werden. Der Spielwarenhersteller Hasbro ging tatsächlich schon einige Zeit vor der Ankündigung der High Republic einen ähnlichen Weg und schuf einen Blade Builders Adapter mit einer ähnlichen Funktion und eingebauter Vibro-Klinge. So, das dürften sie dann gewesen sein, alle bisherigen Lichtschwerttypen, die wir im Kanon kennen. Natürlich gibt es in Legends noch viele weitere, wie das Proto-Saber, das Tonfa-Lichtschwert oder die Lichtpeitsche, aber wenn ich die auch noch alle mit reingenommen hätte, hätte ich garantiert zwei oder drei vergessen. Bedenkt auch, dass es sich bei den bisherigen Bildern zur High Republic eher um Concept Arts handelt, das heißt, diese speziellen Lichtschwerter können sich auch noch verändern. Nun seid ihr an der Reihe. Welches Lichtschwertdesign würdet ihr wählen? Teilt eure Ansichten gerne unten in den Kommentaren. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.